Those misfits, misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei F&MTV. Wieder mal einen sehr spannenden Thema, das da lautet, was man denn eigentlich so tun kann, was kann man so tun, damit eine Person, eine bestimmte Person, ein bestimmter Mann, eine Frau hier jemanden vermisst und andauernd hier an einen denkt. Ja, und diesbezüglich haben wir uns ein Video auch einmal geschnappt, wie in unserer Reihe 20 üblich, um hier den Meister selbst zu fragen, der diese Frage auf jeden Fall beantworten kann. Dazu kehren wir in einen sehr hohen elitären Schwierigkeitsgrad hinein, und zwar die Ex-Freundin oder den Ex-Freund. Also, wir gucken uns heute einmal an, wie das in diesem Bereich so funktioniert. Was kann man denn tun, dass zum Beispiel der Ex oder die Ex hier einen vermisst? Und wer sonst kann uns das hier beantworten als Frederik Dietmar, von dem ich ein wunderschönes Video wieder rausgeholt habe mit dem gleichnamigen Titel. Das gucken wir uns jetzt hier mal gemeinsam einmal an, schauen uns die Tipps dazu einmal an, geben Feedback auch einmal von unserer Seite hier aus. Ja, den Link zum Originalvideo findet ihr wie gehabt unten in der Videobeschreibung. Und wie gewohnt lassen wir das Video in eineinhalbfacher Geschwindigkeit durchlaufen. Aber es ist schon recht gut verständlich. In diesem Video geht es um die Frage, was du tun kannst, damit dich der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wieder vermisst. Bevor ich anfange, noch der Hinweis, dass du mehr Infos über mich unten in der Infobox unterhalb dieses Videos finden kannst. Also, hier fange ich an. Allein diese Frage und der Grundbaustein oder die Basis oder die Energie, aus der diese Frage, dieses Verlangen kommt, ist ein Ausdruck, der dafür sorgen wird, dass sich dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin immer weiter von dir wegbewegen wird. Du musst wissen, wir mögen Menschen, die selbstbewusst auftreten, die unabhängig sind, die wissen, was sie wollen und die in einer sehr hohen Selbstliebe sind. Das erst einmal grundsätzlich. Ja. Und das bedeutet, dass wenn du dich auf diese Energien konzentrierst, so auf diese Themen in deinem Leben, dass du allein dadurch beim Ex-Partner oder der Ex-Partnerin schon viel bessere Punkte hast. Das Paradoxe ist aber, dass wenn du wirklich in dieser Energie wärst, wenn du wirklich in diesen Themen wärst und sie bearbeitet hättest, dann würdest du dir diese Frage, wie wird er oder sie mich vermissen, überhaupt nicht stellen. Und das ist dieser verrückte Kreislauf, den du unbedingt durchbrechen musst. Du musst dir bewusst werden über Muster in dir, die dafür sorgen, dass du dich nicht genug liebst und der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin deswegen das Interesse an dir verliert. Du musst wissen, dass du, je höher du in eine Selbstliebe gehst oder in deine Selbstliebe gehst, desto höher werden auch die Chancen sein, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin genau das übertragen bekommt, in der Art, wie du sprichst, in der Art, wie du schreibst, in der Art, wie du gestikulierst und in der Art, wie du dich gibst. Das vorab heißt, wenn du möchtest, dass er oder sie dich vermisst, dann musst du erst einmal hinterfragen, was in dir unbedingt möchte, dass er oder sie dich vermisst. Was in dir liebt dich nicht genug, dass du auch ohne Ex-Partner oder ohne Ex-Partnerin glücklich sein kannst. Und erst wenn du das geschult hast, bist du in einer Energie, bist du in einem Ausdruck, in einer Kommunikation, das genauso auf den Ex-Partner, die Ex-Partnerin abstrahlen wird und dich erst richtig attraktiv für ihn machen wird. Deswegen erstmal das grundsätzlich zur Klärung dieser Frage. Der zweite. Stopp. Ja, wie fangen wir an? Wir fangen damit an, mit dem, was er hier gesagt hat. Allein diese Frage, also was kannst du tun, damit der Ex dich vermisst? Allein diese Frage und der Grundbaustein oder die Basis oder die Energie, aus der dieses Verlangen kommt, ist ein Ausdruck, der dafür sorgen wird,
dass sich dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin immer weiter von dir wegbewegen wird. Zitat Ende. An dem Punkt hat er recht. Klar, gar keine Frage. An dem Punkt hat er recht. Da muss man ihm recht geben, voll und ganz. Jetzt von der Mechanik in die Analytik. Der schiebt es aber ja nur auf die mangelnde Selbstliebe und nicht auf den Grund Nummer 1. Und das ist Attraction Loss, also Attraktivitätsverlust. Das mit den Verhaltensweisen da hat er ja schon recht, aber nicht allein mit der Art und Weise, wie du sprichst, wie du schreibst, in der Art, wie du gestikulierst und nicht mit der Art, wie du dich gibst. Ich meine, das sind ja alles nur Mechaniken, das sind ja alles Outer Game hier. Der vergisst dabei, wie du denkst und wie du fühlst. Das hat er nicht einmal dabei erwähnt. Deine Einstellung ist ja das, was du anziehst. Und da geht ja der an dem Punkt ja null drauf ein. Wie du denkst, wie du fühlst, deine Prägung, deine Culture und so weiter und so fort. Und dieser Übergang zum Beispiel durch Entscheidungen, die machen es dann aus, wie diese Entscheidungen auch gefällt werden, ob du sie aus Angst und Zweifel oder aus Liebe, Mut und Vertrauen triffst. Das wird am Ende hier in der Mechanik dann so sichtbar. Weil früher, als du sie kennengelernt hast, da warst du ja auch mutig, sie anzusprechen, mit ihr ins Café zu gehen. Klar warst du ein bisschen nervös. Ist doch völlig normal. Aber erst, wo sie dich verlassen hat, erst, wo du angefangen hast, Angst zu bekommen, dass sie einen neuen haben könnte und so weiter und so fort, erst dann fängst du an, hier dein Konzept zu ändern. Also diese Entscheidungen, das, was zwischen dem Inner Game und der Mechanik, dem Outer Game ganz anders ist, erst das hier anders hier zu gestalten. Hier ändert sich auch die Einstellung zu der ganzen Sache und deine Gefühle zu dieser Frau und dieser Geschichte. Aber Gefühle und Einstellung, das taucht hier gar nicht auf. Er geht ja nur auf die Körperfunktion, Gestikulation, das Geben und hier, wie du schreibst, du sprichst ganz einfach hier drauf ein. Er geht hier, im Wesentlichen spricht er hier schon auf jeden Fall hier von Persönlichkeitsentwicklung, positiver Persönlichkeitsentwicklung. In die Richtung läuft es auf jeden Fall rein. Und damit hat er ja auch recht. Der beschreibt dieses allerdings ausschließlich nur mit mangelnder Selbstliebe. Ergo bedeutet das im Umkehrschluss nichts anderes als nach Möglichkeit bei ihm in Selbstliebe unterrichtet zu werden. Aber die meisten Menschen haben doch, die lieben sich alle selber. Es gibt einen Haufen Leute, die sind so selbst von sich überzeugt, so selbstliebt, dass sie schon in den Grad des Narzissmus hereinwandern. Es hat damit zu tun, dass die meisten Menschen diese psychologische Ausbildung auch wahnsinnig fehlt, mit dem anderen gegenüber richtig umzugehen. Das geht mir manchmal genauso, wenn mich Leute anschreiben, denen du erst einmal erklären sollst, da habe ich in diesem Video mal was davon gesagt. Ich blende es mal hier gerne ein für euch. Da, wo es um Orlando und geistige Übungen und Kontaktsperre und so weiter geht. Wie mich manche Leute da anschreiben, denen ist die Höflichkeit in der Kinderstube komplett abgekommen. Das muss man mit dazu sagen. Also dieses Outer Game, dieser Umgang von Frauen mit Männern und Männern mit Frauen, das ist so brandwichtig wie das Inner Game selber. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das wird hier noch nicht einmal ansatzweise erwähnt. Ja gut, gucken wir mal weiter. Punkt ist, dass es unglaublich schwierig ist, jetzt pauschal eine Anleitung darauf zu geben. Ich glaube, das kann einfach niemand, weil es so wahnsinnig individuell ist. Das hängt immer davon ab, wie eure Beziehungssituation ist, wer du als Mensch bist, wer dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin als Mensch ist, und danach orientiert es sich. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass du die größte Wahrscheinlichkeit darauf hast, dass er dich wieder vermissen könnte, wenn du bestimmte Regeln beachtest. Regel 1 ist, dass ihr beide in Verbindung und in Kommunikation bleibt, euch im besten Fall auch regelmäßig trefft. Das kann auch auf freundschaftlicher Ebene passieren. Das ist absolut in Ordnung. Und dass er bei diesem Treffen oder sie bei diesem Treffen mitbekommt, dass du dich tatsächlich veränderst, aber auf die richtige Weise veränderst. Nicht für ihn veränderst, nicht für sein Ego veränderst oder ihr Ego veränderst, sondern für dich aus deinem Herzen und mit dir. Dadurch wirst du auch wieder glücklicher, kriegst eine andere Ausstrahlung, ein anderes Aussehen und wirst unabhängiger. Und das, während dein Ex-Partner oder dein Ex-Partner das gleichzeitig mitbekommt, sorgt dafür, dass das Potenzial zu einer Entscheidung, zu einer erneuten Beziehung erhöht wird. Was auf keinen Fall funktioniert, sind so manipulative Techniken, Eifersuchtsmethoden oder ähnliches. Es kann funktionieren, aber dann meistens auch nur temporär und nicht langfristig. Heißt also, deine Weiterentwicklung spielt eine ganz große Rolle, wobei ihr eben gleichzeitig auf Kontakt achten solltet. Dann ist es wichtig. Ja.
Also ein neues Aussehen, Meister, das kriegst du beim Gesichtschirurgen, okay? Er sagt, es sei unglaublich schwierig, pauschal eine Anleitung zu geben. Ich glaube, das kann niemand. Ja? Du kannst aber Grundelemente vermitteln. Da habe ich mit Marcel Herzog ja mal etwas dazu gesagt. Blende ich euch gerne mal hier ein, Link oben in der Videobeschreibung. Und dies angelehnt, da kommt jetzt auf unserem neuen Kanal auch meine eigene Pay-Content-Videoreihe hier einmal raus, die diese speziellen Schritte und diese Punkte separat dann behandelt. Ich werde euch dann bei Gelegenheit unter diesem Video ebenfalls einen Link zu dieser Pay-Content-Reihe da hinterlassen, wo es um den Bereich Persönlichkeitsentwicklung geht, wo hier sehr stark auf Statussetzung, das taucht hier überhaupt nicht ein, auf eingegangen wird, wo hier im Bereich der Kommunikation reingefahren wird, wo hier in dem Bereich Treffen, Daten mit Ex und so weiter, wo ich da so diese Grundelemente, die du hier nehmen kannst, im Sinne des Polaritätsgesetzes, also Männer und Frauen getrennt, auch hier einmal, was du da alles so berücksichtigen musst. Er verspricht dir auf jeden Fall, dass der Ex einen hier wieder vermissen könnte, wenn man gewisse Regeln beachten würde. Und die erste Regel lautet dabei, dass man immer in Verbindung und in der Kommunikation bleibt und sich im besten Fall regelmäßig noch trifft. Der Brüller dabei ist, Zitat, das kann auch auf freundschaftlicher Ebene passieren, das sei absolut in Ordnung. Das ist wieder dieser Hirnschiss mit diesem Friendzone-Game. Das ist der Wahnsinn. Das feiern diese Berater so dermaßen oder Berater wie er oder ähnliche Berater, die, nicht, dass ich wieder Post in seinem Anwalt kriege, ähnliche Berater wie er oder Berater, andere Berater, die da, so ist es richtig, andere Berater, die ebenfalls mit dieser Friendzone-Geschichte kommen. Ich blende hier mal die besten dazu ein. Link oben in der Infobox oder zum Ende des Videos hängen wir es euch gerne mit dran hier in der Playlist 20. Da sind sie alle dick vertreten. No Names, Leute mit Rang und Namen, die gerne dieses Freundschaftsmodell, die genau diese Botschaft hier raushauen, weil sie nämlich dann genau wissen, du bleibst da hier in so einer Friendzone, bist immer voller Hoffnung, dass sich dieser Mensch dann hier mal irgendwann für dich entscheiden würde und bist darauf angewiesen, regelmäßig mit diesem Berater Kontakt aufzubauen, weil das Konzept dieser Berater ganz einfach lautet, möglichst viele Patienten oder Kunden oder Klienten mit möglichst hohen Beiträgen möglichst lange an den Berater da ganz einfach zu binden. Und da ist Friendzone Game das passende Rezept dazu. Nicht für die Klienten, eher für den Berater. Weil Friendzone Game, das ist ein ganz, ganz elitäres Manöver. Da habe ich einige Videos schon dazu rausgebracht. Die hänge ich jetzt nicht mit ein. Die könnt ihr euch in unserem Channel bei der Gelegenheit, könnt ihr unseren Kanal einmal auch gerne abonnieren. Da könnt ihr mal in die Suchleiste Freundschaftsebene mal reinschreiben. Da sind einige Videos dabei, unter anderem auch welche von Leuten, die in so einer Freundschaftsschiene über Wochen und Monate und Jahre teilweise gefangen gewesen sind und am Ende sogar schon mal die Ehe von dem anderen da miterleben mussten. Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist ein sehr elitäres Manöver. Ich mache auch mal ein Friendzone-Game, aber ich nehme dafür einen verdammt guten Grund. Das sind höchstens ein, höchstens zwei, also maximal. Also wenn ich über 30 Klienten habe, drei von 30 dann vielleicht, wenn überhaupt. Also das ist gerade mal 10, 20% macht das höchstens aus. Und dabei steuert er auch noch hier das Ziel an, dass der Ex hier das mitbekommt, dass du dich halt hier veränderst und zwar auf die richtige Weise. Dabei framet er das dann auch noch so hin, dass du dir das dann schon so hinrationalisierst, dass du für dich ja dich hier das dann machst und dich veränderst. Ja, genau. Ganz ehrlich, wegen positiver Persönlichkeitsentwicklung kriegt niemand den Arsch hoch. Das ist meine jahrelange Erfahrung bei dieser Sache. Und ich mache den Job hier im Bereich Ex zurück ja schon seit 14 Jahren. Ganz ehrlich, wenn der Mensch, der lebt in seiner, der durchschnittliche Egon da draußen oder die durchschnittliche Petra da draußen, die lebt in ihrer Komfortzone. Und die meisten bewegen sich erst, wenn sie ständig Abwurf kriegen, ständig Ablehnung oder eben dann bis zum Tag der Trennung, dann merken sie, dass sie irgendetwas machen müssen, weil sie Anziehung und Attraktivität verloren haben und diese wiederherstellen können. Dann wird Persönlichkeitsentwicklung hier interessant.
Und nicht so, wie er dir das so hinfremd, dass du das hinratst, ist, dass du das ja für dich selber machst. Ganz ehrlich, die meisten, die hier die erste Anfrage stellen, wollen hier eine Ex zurück. Die wollen keine Persönlichkeitsentwicklung. Das wird ihnen dann im Laufe der Zeit oder später dann klar, wenn man sich mehrere dieser Videos ansieht und mehrere Versuche schon beim Ex oder bei der Ex oder bei der Angebeteten da gestartet hat und immer wieder gescheitert ist. Ganz einfach hier. Also, was genau ist denn dann bitte dieses Motiv, hier bei der Ex aufzuschneiden oder sich mit dem Ex zu treffen? Fragen wir doch mal so. Ja, meinst du etwa, die Ex oder der Ex, die ist so blöd und checkt es nicht, oder was? Also, ich bitte dich, es geht dir um die Ex-Freundin und deswegen willst du hier dich da positiv präsentieren und dich hier positiv zeigen. Und damit widerspricht er wieder mal, komplett mit dem, was er vorher im Eingang des Videos gesagt hat. Genau, das ist aber nämlich dann dieses Motiv und damit verlierst du Substanz. Und ja, weil du das ja eben genau da machst, um ja hier dem anderen gefallen zu wollen, wie ich das in diesem Video, das blende ich ja auch gerne noch einmal hier mit ein, Link oben oder zum Ende des Videos hänge ich es euch gerne hier mit dran, weil du ja eben hier durch diese Mechaniken hier, die er hier da beschreibt und anrät hier, dieses Substanzverlust dann einfährst, was dann eben hier Attraktivität hier erased until ohne Ende, weil man hier ja eben dadurch in den Frame des anderen hier hineingeht. Was auf keinen Fall funktioniert, behauptet er dann zum Schluss, seien so manipulative Techniken. Und hier reden wir vom Dark Triad Game. Da habe ich auch etwas dazu mal rausgehauen. Und wer sich dieses Video angesehen hat, ich hänge es euch gleich in die Infobox mit rein, der wird dann schon feststellen, dass das sehr, sehr wohl funktioniert. Wobei gerade viele Berater gerne hier diese ihre Beeinflussung als Beeinflussung abtun. Aber wenn es ein anderer macht, dann ist es dann wieder Manipulation. Man merkt es ja auch hier, er rudert ja dann schon hier wie so oft da mal wieder dann rein und zurück, wenn er dann sagt, dass das ja schon funktionieren kann, aber nur temporär. Dabei schließt er das aber in Wahrheit in seinem Framing doch kategorisch aus. So ist es doch, außer er macht es. Dann ist es natürlich Beeinflussung. Also ganz ehrlich, funktionieren tut es auf jeden Fall, weil ich das selber schon gemacht habe, mehrfach in jungen Jahren. Langfristig ist es nicht gut, aber es ist für einige Manöver essentiell wichtig. Aber ich weiß nicht, ob der das schon mal gemacht hat. Sagt ihr es mir, ihr seid eingeladen, haut es mal unten in die Kommentarleiste rein. Ich behaupte einmal nein, dass der davon null Ahnung hat, dieser Typ. Aber schauen wir mal weiter. Dass du dir das Thema emotionale Unabhängigkeit ganz genau anschaust. Also hast du Muster in dir, die für dich nicht gut sind und auch für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin nicht gut sind und dafür sorgen, dass ihr beide oder dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dich schlichtweg unattraktiv findet. Also nicht körperlich gesehen, sondern einfach emotional. Ach, okay. Weil du dich auf eine Weise verhältst, die einfach die Anziehung rausnimmt. Beispielsweise, indem du anhänglich bist, die Angst hast, nicht gut genug zu sein und der Ex-Partner, die Ex-Partnerin das mitspürt oder die Angst vor Einsamkeit und deswegen hinterherrennst und bettelst. All diese Sachen sind deswegen so schädlich und darum geht es in der gesamten Rückeroberung, weil du das auf ihn abstrahlst und überträgst in der Kommunikation, in der Art, wie du redest, in der Mimik, in der Gestik und so weiter. Das kannst du natürlich jetzt bis zu einem gewissen Grad manipulativ ändern, indem du deine Mimik änderst, vielleicht die Optik veränderst, um selbstbewusster aufzutreten, an deiner Gestik arbeitest und so weiter. Aber auch immer nur bis zu einem bestimmten Grad, weil irgendwann geht wieder das alte Ich durch. Was viel besser ist, ist, dass du an diesen Dingen wirklich arbeitest, innerlich an dir arbeitest und glücklicher wirst, für dich attraktiver wirst, in eine höhere Selbstliebe gehst, unabhängiger wirst, die Trennung nutzt, um eben Muster in dir aufzulösen, die für den Ex-Partner, Ex-Partnerin unattraktiv sind, wo du aber gleichzeitig spürst, wo das Herz dir sagt, ich will diese Muster nicht mehr in meinem Leben haben. Und wenn du auch... Stopp! Ah ja, das ist er, unser Freddy. Wenn dein Herz dir sagt, ich will diese Muster nicht mehr in meinem Leben haben. Ja, wie das dann aussieht, das zeigt euch dann in dieser Übung hier. So einfach ist das. Ah ja, ich meine,
Das mit der emotionalen Unabhängigkeit, da hat er ja auch recht. Das stimmt schon. Aber auch nur halbwegs. Und der gendert das Ganze ja auch schon wieder nicht. Du hast ja hier bei Frauen so diese Schönheit, diese Jugend, diese Fertilität und hier im Kosmos dann hier diese feminine Ausstrahlung, diese feminine Handlungsweise und bei den Männern eben ganz einfach diesen Status, optischer Status, sozialer Status, ökonomischer Status, gesundheitlicher Status und hier in Kombination hier in der Umrahmung maskuliner Verhaltensweisen. Diese Kosmose sind es ganz einfach. Wobei es auch Frauen gibt, die aus optischen Gründen ebenso den Mann verlassen hier. Das hast du natürlich auch. Meistens ist es aber dann so, dass sich Männer wie auch Frauen, die sich optisch gehen lassen, auch andere Lebensbereiche dann auch vernachlässigen. Das muss man mit dazu sagen. Also Frauen, die werden, oder Männer, die werden dann auch faul und dann vernachlässigen sie andere Ebenen ihres Lebens dann. Also es ist nicht nur die Optik alleine. Also das hängt alles irgendwo miteinander zusammen und ist definitiv nicht so, so schizophren zu begutachten, wie er das hier gerade dabei tut. Und dabei geht er auf inneres Arbeiten ein und scheint dabei eines meiner Videos kopiert zu haben. Das blende ich euch gerne mal hier ein. Das ist das Fake It Till You Make It Video. Unbedingt mal ansehen. Ich hänge es euch extra dafür mal oben in die Infobox mit rein. Wobei er da zwar wieder schon sagt, dass man dann glücklicher werden soll, für sich selbst attraktiver werden soll, in eine höhere Selbstliebe gehen soll, unabhängiger werden soll, die Trennung dafür nutzen soll und eben neue Muster beziehungsweise alte Muster in sich aufzulösen, die für den Ex-Partner unattraktiver sind. Ja, sagt er. Wie man das dann allerdings macht, dabei geht er null, aber absolut null drauf ein. Nicht einmal ansatzweise, dass man hier wenigstens einmal eine Richtung irgendwie beschreiben könnte, ob es vielleicht nicht besser wäre, hier vielleicht einmal eine Zeit lang mal auf Reise zu gehen, mit sich selbst einmal ein bisschen Zeit zu verbringen, diese oder jene Bücher aus dieser oder jener Fachrichtung zu lesen, Videoempfehlung vielleicht auf dieses Video hinverweist oder auf jenes Video hinverweist. Null, überhaupt nicht. Wobei er wieder mal dann hier anstelle wieder in diesen kompletten Frameverlust hier reinsteuert, weil es hier lediglich nur um das Auflösen von diesen Mustern geht, nur um dem Ex-Partner hier gefallen zu wollen. Da schaufelst du schon das Grab. Da brauchst du gar nicht anfangen, zum Ex zu laufen, weil wenn du das nur machst, nur um dem anderen gefallen zu wollen, das erkläre ich in diesem Substanzvideo, da hast du schon verloren, bevor du dahin läufst. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht klappen. Ja, aber gut. Schauen wir nochmal rein ins Elend, ist ja eh bald wieder vorbei. Diese Weise vorgehst und an dir arbeitest, dann wird sich das Wichtigste ergeben, damit der Ex-Partner und du wieder zusammenkommen könnten, nämlich die gemeinsame Zeit. Ihr verbringt auf dieser Basis eine Zeit miteinander, die sich gut anfühlt, die lebendiger ist, die voller Freude ist und wo der Ex-Partner, Ex-Partnerin spürt, du hast dich weiterentwickelt, du hast dich verändert, du bist ein glücklicherer Mensch, du bist viel zufriedener, du brauchst mich viel weniger. Und das ist wie eine Einladungskarte, es doch einfach nochmal zu versuchen. Und eine der Voraussetzungen, damit eine Rückeroberung klappen kann oder der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dich wieder vermisst. Also, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video den richtigen Impuls mitgeben, nicht so sehr im Außen nach irgendwelchen Methoden zu suchen, wie etwas funktionieren kann, sondern mehr im Innen zu arbeiten und dir bewusst zu sein, dass die Arbeit in deinem Inneren dafür sorgt, dass sich auch dein Äußeres verändert. Schon deswegen, weil du eben in jeglicher Art von Kommunikation mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin diese Entwicklung, die du innerlich machst, abstrahlst. Und das wird er oder sie merken. Und das steigert dann auch deine Attraktivität. In diesem Sinne, bis Ja. zum nächsten Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, mein lieber Frederik. Seine Ausstrahlung. Wie findet ihr eigentlich seine Ausstrahlung? Die von Freddy hier. Haut mir das doch mal unten in die Kommentarleiste. Zum Ende hier, da meint er ja auch noch, wenn man auf diese Weise, also seine Weise hier vorgeht, mit seiner ungeheuren maskulinen Ausstrahlung, die mich gerade jedes Mal vom Hocker haut, wenn ich den sehe, dass sich dann das Wichtigste ergeben wird, damit der Ex-Partner dann wieder dass man mit dem dann wieder zusammen könnte. Da spricht er hier diese gemeinsame Zeit an. Ach du Scheiße, das hast du auch so wahnsinnig oft, wenn diese ganzen Blue Pill und Purple Pill Berater diese Zeit. Zeit ist ein Indikator, gar keine Frage. Aber es ist nicht entscheidend, wie lange du Zeit mit dem Ex verbringst. Es ist nicht entscheidend, wie lange du Kontaktsperre machst. Es ist nicht entscheidend, wie lange dieser Telefonanruf oder dieses Date gedauert hat. Es ist entscheidend, wie es miteinander.
verbracht worden ist. Bist du nur da gesessen, 3 Stunden, hast mit der nur gelabert, oder warst du 2 Stunden bei ihr und die hatte grandiosen Sex? Das ist ein gewaltiger Unterschied, ein gewaltiger. Und da habe ich ja auch die Giuliani-Geschichte da damals. 16 Monate. 16 Monate, Mann. 2,5 Jahre waren die zusammen. Dann ist sie weggezogen und hat da in der Ferne jemand anderen kennengelernt. Dann hat er Ex zurück, hat er gemacht. Ich habe den erst viel später kennengelernt. Da war es ganz rum. Ich kenne den privat. Er hat mir die Geschichte mal beim Bier erzählt, als sie zusammengesessen sind. Der war auch bei einem Berater. Der war mir gegenüber, als er mich über einen Kumpel kennengelernt hat, war der mir gegenüber nicht gerade freundlich gesinnt. Bis er dann einmal meine Videos geguckt und gesehen hat, hey, der ist ja ganz anders, der Typ. Und der, 16 Monate, fast 1,5 Jahre, war der in der Freundschaftsschiene, weil solche Beratungsvideos sind Leute aus dem Internet, warum die das geraten haben. Sie hatte in dieser Zeit, wo er der Ex zurückbetrieben hat, er hatte sich als guten Freund, hat er sich angeboten. Sie hatte immer wieder Affären und immer wieder Dates mit irgendwelchen Typen gehabt. Und er hatte immer das Nachsehen, musste sich ihr Geheule am Telefon anhören, weil irgendwelche Typen ihr gerade ein Arschtritt verpasst haben. Und es war dann auch so eine kleine Fast-Fernbeziehung, kannst du sagen. Die standen sich schon sehr, sehr nahe, überfreundschaftlich. Aber in Wahrheit ist, er war die ganze Zeit nur ihr Plan B-Mann. Und es ist ja so lange, bis ein neuer Plan A-Mann auf den Plan stand. Er stand auf jeden Fall am Ende dann, als der komplette Depp gewesen ist, als sie dann einen neuen festen Freund, so einen richtig festen Freund dann hatte, mit dem, glaube ich, sie dann heute auch noch zusammen ist. Das ist auch viel zu logisch, was der da erzählt. Einfach mit sich selbst im Reinen sein und dann wird dich der Ex dann wieder vermissen und spüren, wie sehr du ihm oder ihr ganz einfach gefehlt hast. Dabei meint er auch noch, dass man nicht im Außen hin irgendwelche Methoden suchen soll, wobei er allerdings auch genau vermittelt, er selbst hier genau vermittelt, dass er selber gar kein Outer-Game nicht hat. Also er predigt hier nur von selbst im Reinen sein und irgendwelche Vorgehensweisen hier aus der Red-Pill-Ebene zum Beispiel, Gesprächsmechaniken oder irgendwie was in der Richtung Ausstrahlung, Verkörperung, diese Übertragung, man nennt das auch diese Delivery. Nicht nur, dass du mit dir im Reinen bist, sondern dass du es auch mal außen überträgst, das kann er da gar nicht. Oder siehst du das irgendwie anders, wenn du den so zusiehst? Kannst du mir ja gerne was in der Kommentarleiste hier überlassen. Der Delivery, Outer Game, das sind Begriffe, die tauchen hier noch nicht einmal im Deutschen auf bei dem. Das ist so richtig heftig. Ich meine, sieht der Kerl wirklich so aus, als ob der so ein richtig krankes Game hätte, sag mir das doch mal. Also ein Outer Game heißt alles, was in Richtung Ex oder alles, was in Richtung Angebetete geht. Sieht der so aus, als wäre das voll der Frauenstecher da hinten da in Frankfurt, wo der da her ist. Als ob der jede von seinen Exen wieder in sein Bett zurückgekriegt hat. Sieht der Kerl wirklich so aus. Und wo wir schon bei inneren Werten sind, die er da die ganze Zeit predigt. Wie steht's denn damit? Beziehungsweise, wie männlich ist das, wenn ich zur Wahrnehmung meiner Interessen, was für ein Mann bist du, wenn du da zu deiner eigenen Verteidigung eine andere Person und einen anderen Mann hier, wie seinen Anwalt hier brauchst? Der schaut dir das nur an. Oben in der Infobox oder zum Ende hänge ich solche gleich nochmal dran. Schau dir das mal an, wie er mit Krisensituationen umgeht. Da rennt er davon und holt einen anderen Mann, der hier seine Interessen verteidigt. Wie maskulin ist das? Das sagt schon wahnsinnig viel über dem seine maskuline Präsenz aus. Also zumindest für mich, meines Erachtens nach, so wie ich es sehe, so wie ich ihn und seine Informationen und Botschaft in diesem gesamten Video als subjektives Individuum hier wahrgenommen habe, entgegengestellt meiner beruflichen und privaten Erfahrung, soll ich ja immer richtig mit dazu sagen, die ich in den letzten 14 Jahren, sprich 46 Jahren hier gesammelt habe, den Gesetzen von Mutter Natur, Red Pill Wesen, Gesetzen der Verführungskunst und der Anziehung, meines Erachtens nach. Was meint ihr? Haut's mir mal unten in die Kommentarleiste rein. Ich kann euch auf jeden Fall den Rat geben, Männer, eignet euch maskuline Verhaltensweisen an und Frauen, eignet euch bitte hier feminine Verhaltensweisen an. Informationen und mehr als genug findet ihr in meinem Kanal, auf unserem Channel hier. Einfach einmal abonnieren, das Ding. Ex zurück bei Frauen, Ex zurück bei Männern. Attraktivitätsaufbau bei Frauen, Attraktivitätsaufbau bei Männern. Wo es hier nicht nur um Inner Game, sondern auch wirklich sehr viel auch ums Outer Game geht. Dann seid ihr auf jeden Fall einmal 1000% auf der sicheren Seite, als wie wenn ihr, sag ich einmal, einen Fallschirmsprung macht, sehr gut vorbereitet, nur ohne einen Reservefallschirm. In diesem Sinne.